It's a Creepoli. Hier geht's nach unten. It's a Creepoli. Ho, der Sommer, ja mal. It's a Creepoli, ist hochgegangen in die Luft. Hallo Leute, es geht wieder weiter mit Minecraft der Let's Play und wir sind hier immer noch in der Höhle und wir farmen ein wenig Rohstoffe. Genau, und hoffen, dass wir die auch diesmal erfolgreich erhoben bringen. Das werden wir schaffen. So, mal gucken, wo es hinter dem Dings weitergeht. Hinter dem Dings? Hier hinter dem Spawner. Hier ist die zweite. Wo ist die zweite? Okay, hier geht's. Oh, da ist irgendwas hochgegangen. It's a Creeper. It's a Creeperly. It's a Creeperly. Ho, der Sommer, ja mal. It's a Creeperly, ist hochgegangen in die Luft. Jo. Jo. Oh yeah, ne? Hier geht's weiter nach unten. Vor allem. Ah, na egal. 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 Ja. Nee, ist egal. Na dann. Ist halt egal. Ist egal. Ja, ist das halt egal, ne? Ist jetzt auch egal. Es ist jetzt einfach dann, egal. Dann ist es doch halt egal, ja? Lass es egal sein, du Egaler. Oh, da ist ein Creeper. Bling. Ein Creeper. Oh, was ist denn hier? Bestimmt finde ich auch gleich solche Silberfisch. Fabian, Silbereisen. Was? Fische. Achso, Fabian, Silbereisen. Der Fabian, Silbereisen. Nicht der heiße Sexenbaum. Das ist geile Musik. Finde ich eigentlich, ist eigentlich so meine Musik, die ich auch privat so höre. In meinem Privatjet. Ja, deswegen habe ich das immer an. Geile Musik. Na, ist auch so. Stimmt ja. Jetzt stimmen, wir erzählen ja nur Wahrheiten. Genau, gibt ja keine Lügen. So, was ist hier? Ein Creeper, der mich in die Luft jagen will. Oh, die Schlucht geht leider nicht da, also. Aber dafür haben wir trotzdem ein bisschen Eisen und so rausgeholt. Sieht so wundervoll den Schlucht. Oh, da ist eine Kiste. Die muss ich gleich mal plündern. Was ist da drin? Das werden wir sehen, wenn ich da hinkomme. Die ist gleich über mir. Es ist. Ich muss erstmal neu. Im Sattel und ein bisschen Kohle. Hier oben geht's weiter. Hier oben. Oh, diese scheiß kleinen Giftspinnen, ey. Die gehen mir so auf die Eier. Also, ich habe bis jetzt noch keine so richtige Giftspinne gesehen. Aber wenn die so aussahen wie Giftspinnen, die haben mich angegriffen und ich wurde nicht vergiftet. Ja, gut, stimmt. Also auf jeden Fall diese Höhlenspinnen, aber vergiften haben sie mich auch noch nicht. Zum Glück. So, den Spawner abbauen. Ich bin jetzt im dritten Geschoss, also ganz weit oben. Und dann ist es schon eine Kiste. Yeah. Yeah! Richtig schwul, yeah. Alter. Richtig schwul. Nichts eh. Doch eh. Nee, richtig schwul dieses eh. Nee, du bist eh. Und schwul. Du bist eh. You are the eh in the home. At home. Ich werde gleich drauf gehen. Bitte nicht. Nö, war auch nur ein Spaß. Ich hab zwar wenig Herzen, aber ich geh doch nicht drauf. Ich doch nicht. Na dann. Ich bin ja nicht du. Jetzt müssen wir hier mal die Gänge so langsam abgeklappert haben alle.
Aber hier hinten ging es glaube ich trotzdem noch weiter irgendwo. Oder doch nicht. Ist das Ziel heute Diamanten zu finden? Ja, also ich habe ja schon, also das Ziel hat sich schon erfüllt. Einen. Ja, schon, ja, das ist das, ja. Nein, das reicht nicht. Mindestens 3, damit 20. Man sich auch, mindestens 3, damit man sich was ordentliches draus bauen kann. Ja, du brauchst ja mindestens 2, um sich was Gutes draus zu bauen. Also hier. Ein Schwert. Aber mindestens 3, damit du sich eine Spitzhacke draus basteln kann. Genau. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon den dritten Spinnenspawner gefunden. Also mir persönlich reicht auch Eisen. Och, Diamanten sind nur für Sachen, die man mit Diamanten. Sachen, die man mit Diamanten herstellt, eben. Also wie einfach nur Verzauberungstisch. Ich meine, hier in dem Spiel kann man, sammelt man so schnell Level, da kann man auch Eisensachen verzaubern. Stimmt, aber das lohnt sich jetzt irgendwie nicht so, finde ich. Doch, also wenn man so einen Mod drauf hat, dann kann man ja Haltbarkeit draufhauen und Stärke oder Effizienz oder sowas. Und dann kann man das ja auch reparieren und dann wieder mit Leveln und dies und das und Ananas. Yeah. Yeah. Oh oh oh. Da bin ich tief gefallen. Eisen. Eisen, Papeisen. Ist es Eisen noch? Ah ne, das klingt. Ne, okay. Ne, das war's nicht. So. Das muss ja noch. Hier ist eine Kiste, aber die hast du wahrscheinlich schon geplündert. Jetzt ein Spin-Spawner. Ja, hast du schon. Wenn da Fackeln sind in der Nähe, dann werde ich die wohl nicht übersehen haben. Aber man kann ja trotzdem nochmal reingucken. Muss oh. Ja nicht sein, weil. Ich bin die Falle. Ich bin in die Falle geraten. Du hast schon Eisen, das du gesehen hast. Alter. In die Falle bin ich geraten. Aber ich will wahrscheinlich nicht unterkriegen. Yeah. Ach, ich habe übelst gute Rüstung. Ich sterb da, ne? Schnell hier wieder hoch. So. Und auf jeden Fall sterbe ich dann so. Aber das ist mir egal. Weil dann kann ich bauen zu Hause. Das hat auch einen Vorteil. Bin ich schnell zu Hause und kann weiter bauen. Und der Nachteil daran ist eben, dass die Sachen weg sind. Aber, was will man da eben machen? Du spawnst ja hier an dem Bett. Stimmt, hast du auch wieder recht. Bist ein schlauer Kerl. Yeah. Bist ein schlauer Typ. Bin ich froh, dass ich dich hab. Hey, du machst dich einfach so lustig. Du machst dich einfach so lustig und ich sag dir sowas Ernstes. Nö, nee, das war doch so ein Komplimentslachen. Nee, das klang eher. Oh, Alter, Karotten. Voll geil. Zack. Oh man, hier ist so viel Eisen, aber ich habe immer gar keine Lust, das abzubauen, aber ich baue es jetzt ab. Weil ich hier nichts Besseres als Eisen finde. Eisen ist doch das, wo wir hauptsächlich hier sind. Das ist korrekt. Aber ich habe schon wieder 64. Yeah. Ich auch. Und noch ein bisschen. Und dann haben wir ja vor uns schon was in der Kiste abgelegt. Genau. Oh. Hier ist noch ein geiler Creeper, der von mir von Möbel. Ich glaube, ich baue mir einen Golem. Voll verschwenderisch. Und dann Name Tag, dann gebe ich dem Name Tag. Oh Gott. Dann nenne ich den irgendwie lustig. So, nachdem ich 5 Creeper explodieren. Hey, ist jetzt nicht dein Ernst, Explosion ja? Überlebt habe. Mach ich mich jetzt mal daran durch die Schiene zu fallen, weil da unten drunter ein Spinnnetz ist.
Ich seh schon wieder, komm, geh lieber raus. Was stirbst du noch? Ja, alles safe diesmal. Alles safe diesmal. Wäre ich das so dumm, einfach nur mit den Leveln. Haben die richtig dumm gemacht. Ja, kennst du? Ja, jetzt hätten die ruhig, wenn man so schnell levelt, hätten die das ruhig lassen können, dass man bis Level 50 sammeln muss. Ja, dass man also höher als Level 30 verzaubern kann. Naja, aber dass dann Level 50 wie jetzt Level 30 enchanten ist. Also dass dann gleich die gleichen Verzauberungen rauskommen. Wie wenn du jetzt Level 30 enchantest, zum Beispiel Stärke 5 auf dein Schwert. Und wenn du eben jetzt Level 50 enchantest, das dauert halt ein bisschen länger, dass es dann auch Stärke 5 hat. Und dann bei Level 30 dann eben nur Stärke 2 oder so. Ja. Diamanten. Einen. Ah, haben wir schon mal zwei. Brauchst du noch einen? Immerhin. Und ich verschweige ihm die ganze Zeit, dass ich schon 8 Diamanten hab. Hey, warum kann man nicht eigentlich? Warum kann man hier nicht, keine Ahnung, Kohle pressen und dann kommt der Diamant raus? Aus 500 Kohle kommt ein Diamant oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Aber das ist für 500 Kohle ist das schon. Weil ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Kohle, Diamant ist eigentlich so ein wertloser Stein. Echt mal. Das ist eigentlich also jetzt Kohle. Auch Real Life ist es eigentlich übelst wertlos. Ey, guck mal, ich hab einen Ausgang. Meine Spitzhacke macht gleich einen Abgang. Nicht so schön. Ich hab einen Ausgang gefunden von der Höhle. Ach ja, Diamant ist einfach so wertlos. Eigentlich. Und die Leute bezahlen trotzdem richtig viel Geld dafür. Das ist der Seltenheitsfaktor, weil es dann übelst wenig gibt. Eigentlich gibt's hier nicht wenig. Eigentlich gibt's Diamanten übelst viel. Die müssen nur Kohle pressen einfach. So. Ja, aber das ist halt auch schon wieder. Das dauert. Egal. Ein paar Millionen trotzdem... Jahre. Nein, es ist einfach nur irgend so ein Typ hat gesagt, Diamant. Oder hat es irgendwie so genannt eben und so, das ist wertvoll. Und das, weil es schön aussieht. Und so. Die Leute wollen halt nur Geld machen mit ihren Scheiß. Die sagen halt einfach, irgendwas ist wertvoll. Und dabei ist es totaler Scheiß. Das stimmt, aber ich denke, Diamanten sind halt schon wertvoll, weil die halt Seltenheitsfaktor ist. Denke ich, ne? Ich glaube, es gibt viele Diamanten auf der Welt. Guck mal, wie viele Diamantketten und so eine Scheiße es gibt. Es gibt richtig viel ja, das Zeug. Stimmt, aber das ist bestimmt nicht selten. Halt ziemlich nicht so oft. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man die oft findet. Nicht, ne? Also jetzt nicht so oft wie irgendwas anderes, aber trotzdem nicht so oft, dass man sagen müsste, dass es für den Preis verkauft wird, wie es verkauft wird. Da müssen wir einen Experten befragen, der sich damit auskennt. Naja, ich denke das einfach. Ich denke das jetzt einfach. Hier war es schon. Hier ist gelaufen. Ich bin gerade am Brutzeln, damit ich eine neue Spitzhacke machen kann. Am Brutzeln. Am Brutzeln. Man denkt halt bestimmt, dass Diamanten übelst selten sind. Weil die eben übelst teuer sind. Weil man die jetzt in Minecraft nicht so oft findet. Heißt es ja nicht, dass sie wirklich selten sind. Oh, Smaragd. Oh. So. Ach ja. Alle nur Cash wollen sie verdienen. Das stimmt. Ich finde auch einfach einen neuen Stein, sagt er. Sagt er ist. Oh nein, das ist auch schwer.
Dann ist das schon wieder selten. Aber früher haben die Leute bestimmt einfach so einen Stein gefunden, den keiner kannte, haben gesagt, das ist ein üs geiler Stein, der ist üs wertvoll und üs selten. Und dann verkaufen die das für eher üs viel Geld an irgendwelche Leute, reichen Leute damals, die Schmuck haben wollten. Und so ist es, hat sich das bis in die heutige Zeit eben übertragen. Dass die Leute denken, Diamanten wären übelst wertvoll, selten und man müsste dafür mehreren Euro ausgeben, damit man mal einen Diamant hat. Das kann natürlich auch sein, dass sie dann so übelst die Milliarden Fabrik haben, wo die Diamanten in 2 Sekunden herstellen. Nein, ich denke auch, die kommen in der Erde relativ oft vor. Naja, auf jeden Fall, die Folge ist hier vorbei. Die Folge ist hier vorbei. Leider. Und ich sag, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht gehen wir da schon raus, vielleicht fahren wir noch. Aber ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen. Genau, damit weil man kann nie genug haben. Ausbeute haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.